Hallo zusammen, es ist gekommen AC/DC. Und zwar bei Wemo, und zwar ist das wahrscheinlich das gleiche, was ihr meint. Diese hier, AC/DC, die kamen nicht aus Australien, sondern aus China. Und die haben wir bestellt im August letztes Jahr. Normalerweise haben wir die Teile schneller. Und diese AC/DC-Steuerungen haben wir jetzt eine Palette voll gekriegt. Aber was ist eine AC/DC-Steuerung? Bei uns ein Kühlschrank mit AC/DC, das weiß jeder, was das heißt. Und zwar habe ich hier einen Kompressor, 12-24 Volt. Aus dem Kompressor gibt es dann so ein Kühlaggregat. Und zum Kühlaggregat gehört dann noch die Verdampferplatte. Und dieses Kühlaggregat oder dann auch der Kühlschrank, das ist die Steigerung davon, läuft mit 12-24 Volt ab Batterie oder ab Solarpanel. Habe ich auch im Sortiment, verlinke ich euch am Schluss. Und das ist alles DC, Gleichstrom. Und jetzt gibt es aber Leute, die haben so eine Steckdose irgendwo beim Camper, auf dem Campingplatz, da kommt dann AC. Oder beim Boot, Landanschluss, auch AC, Wechselstrom. Und diese Steuerung hier, die kann AC und DC, also Wechselstrom und Gleichstrom, mit einer Vorrangschaltung auf AC, das heißt auf Wechselstrom. Sobald man kommt und den Kühlschrank oder was dahinter hängt, am Landanschluss anschließt, schaltet das Teil automatisch um auf 230 Volt. Wenn der Nachbar den Stecker zieht, dann schaltet es wieder zurück auf die Batterie. Und das Teil hier, das ist die normale DC-Steuerung. Da gibt es ganze Menge. Zeige ich euch. Wir sind hier bei mir im Laden. Und hier oben sind diese DC-Steuerungen. Das sind alles verschiedene DC-Steuerungen. Also es ist keine gleich wie die andere. Oder doch? Nein, das ist die 200er, 650 und hier noch eine weiße, das ist so ein bisschen Exote. Und diese Steuerungen kann man ersetzen, die sind alle kompatibel, weil die eine hat Null-Zulassung, die andere nicht und so weiter und so weiter. Durch diese Steuerung, ich nehme den Stecker hier raus, stecke den hier drauf auf diesen Anschluss und montiere die Steuerung, aufgeklickt, fertig. Und oben habe ich den AC-Anschluss und die nächsten zwei ist der DC-Anschluss. Ich bin hier im Lager, Lichtschalter habe ich nicht gefunden. Hier stehen Kompressoren. Hier drüben steht eine Palette Kompressoren. Und wenn wir dann drehen, hier stehen Kompressoren. Und hier steht auch noch eine Palette Kompressoren. Ja, diese Kompressoren, die wir am Lager haben, die brauchen alle so eine Steuerung oder eben nicht. Und aus jedem Kompressor gibt es schlussendlich einen Kühlschrank. Aber jetzt sind wir mit diesen AC/DC-Steuerungen wenigstens wieder lieferfähig, je nachdem, wahrscheinlich bis Mitte oder Ende nächstes Jahr, weil wir eine ganze Palette bekommen haben. Ich mache euch hier ein Video, wie man das umrüstet oder wie man den Wechsel macht.
Und ich wünsche euch, Moment, unten verlinke ich euch noch das Datenblatt von diesen Kompressorsteuerung. Und ich wünsche euch, nachdem ihr mir ein Abo hier gelassen habt, einen schönen Tag.